Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout wir im Überlebensmodus und dieses Haus hier kommt mir sehr bekannt vor. Kein Wunder. Was für ein überfälliges Buch. Okay, anscheinend machen wir das zuerst. Wieso haben wir jetzt zwei Quests? Gib das überflüssige Buch zurück. War doch da schon drin. Bin ich ein bisschen irritiert. Ach nee, da war ich noch gar nicht drin. Gut, dann müssen wir die Quest nicht machen. Ich dachte, wir wären da schon mal drinnen gewesen, sind wir aber nicht. Also von daher, leckt mich, Freunde, ich gehe weiter. War ich da ja schon mal nicht mal drinnen? Trinity Plaza ist das, ne? Trinity Church. Okay, da waren wir auf jeden Fall drinnen. Das ist gar kein Problem. So. Und hat Gegner entdeckt. Das ist schon mal schlecht. Ich weiß nicht, wie oft ich hier noch die ganzen Leute töten muss. Ich weiß zwar nicht, wo er ihn entdeckt hat, aber... Oh, ich weiß, wo er ihn entdeckt hat. Ach, nicht hier schon wieder. So, wie oft wollt ihr euch da noch verschanzen? Da ist nichts mehr. Hallöchen, ich weiß, dass ihr hier seid. So, nur gut, du bist auch nur ein einziger, ne? Nö, 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 nö. Das ist viel leichter zu treffen. Wäre jetzt noch runtergefallen, wäre es wie im Film gewesen. Das wäre cool. Wie? Was? Ach, ich trage ja zu viel, ne? Hab ich gerade eine Waffe aufgehoben? Achso, der hat zwei davon. Ah, ich glaube, wir hätten nochmal zurückgehen sollen, um den ganzen Schrott abzuladen, oder? Na, jetzt sind wir schon hier. Abriss Comics. So bist du tot. Plünderer. Spur des Plünders. Klingenkorn? Was ist ein Klingenkorn? Keine Ahnung, ich sage so viele unglaublich. Keine Ahnung, welche Sachen. Ja, ist ja gut. So. So, diverses. So viele Schlüssel. Kann man nicht mehr ablegen. Wert, Gewicht, sortieren. Schade. So, was haben wir denn? Die Schätze von Jamaica Plain. K-Klammern, Anleitung für Holobinder. Wo ist denn das Ding jetzt? Spur des Plünderers. Okay. Schau mal bei Harbury's Comics vorbei, in der Newbury Street. Der Laden im Erdgeschoss dürfte... Ja, ist gut, das ist mein Handy jetzt zum letzten Mal. Der Laden im Erdgeschoss dürfte ein Kinderspiel sein. Obi. Okay, schauen wir mal. Muss das jedes Mal sein, dass sie hier auftaucht? Das war so ein billiger wilder Ghoul. Oh, das wusste ich nicht. Hier hinten wollte ich ja nicht mit dem Kritischen treffen.
So. Einmal schön durchlöchern und dann machen wir beim anderen auf jeden Fall einen kritischen. Wie, ich kann nicht mehr viel überladen? Wie ist das möglich? Boah, okay. Heute bei Wir übertreiben es sehr viele Ghule. Das ist nicht so gut. Alter. Ich gehe gleich nochmal rein. Das waren mir gerade ein paar zu viele Ghule. Und dann muss ich herausfinden, warum ich überladen bin. Was ist genau passiert? Ist ja gut. Plötzlich kann ich wieder nur 250 tragen. Manchmal ist mir das echt ein Rätsel. Na gut, legen wir halt irgendwas ab. Kurze Lumpen. Warte, das hat mir Ausdauer gegeben, ne? Oh, nein, nein, ui, Bus. Ich bin tot. Okay, damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet. Wie die einfach mal aus dem Nichts kam. Coole Rüstung, alter Schwede. Okay, sehr schön. So. Habt ihr genug übertrieben? Ich hoffe schon. So, ist ja gut. So. Also. Ach verdammt, das hatte mir da irgendwie Ausdauer. Was hat mir das alles gegeben? Hat mir das nur Ausdauer gegeben? Sauberes grünes Kleid hat mir Charisma 2 gegeben. Allein schon Kleid. Super gut, dann Fliegerkappe. Zeitungsverkäuferkappe, Charisma. Gut. Zu viele legendäre Sachen, yay. Muss hier doch noch ein bisschen was abwerfen können, oder? Irgendwas. Ansonsten werfe ich Müll ab, ganz ehrlich. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß? Hier, Gewicht 3. Glasfaseroptik, Asbest. Nukleares Material finde ich das schon recht wichtig. Hier, Keramik, darauf kann ich verzichten. Stahl. Ups, noch mehr Stahl. Sowas kann ich sehr gerne verzichten. Da haben wir Plastik, Zahnrad, Kupfer. Ja, weißt du was? Tschüss. Löscher. Pff. Meisterschafts-Bowlingkegel. Gewicht 3, Alter. Mikroskop. Zahnrad, Glas, Kristall. Wobei Kristall hört sich recht wichtig an. Kristall hört sich wichtig an. Holz, Schachbretter. Hier. Was haben wir noch hier? Da. Schulglobus. Schraube, verdammt. Schrauben brauche ich. Schrauben. Na super. Keramik, da. Tschüss. Sehr schön. Mehr wollte ich doch nicht. Ich wollte nur mein Gewicht loswerden. Wo habe ich denn gerade Stärke herbekommen? Habe ich irgendwas gefuttert, was stundenlang gehalten hat, oder? Mehr kann ich mir da nicht erklären. Ups. Das wollte ich nicht.
Ein wilder Ghoul, bitte nicht auf den Kopf zielen. Einfach nur auf den Torso. Ja, ist gut. Brich einfach ab. So, Spielzeugauto. Schraube, ja. Yeah. Ich sehe gerade. Was bist du? Ach, du bist ein Pappkamerad. Sag das doch. Ich habe mich gefreut. Ich dachte, es wäre Jingles, der Mondaffe mit einer Knarre. Wie weit sah das aus? Ja. Yeah. Geschafft. Wozu ein leichtes Schloss klacken, wenn im Endeffekt da ein Expertenschloss ist? So was muss ich nicht verstehen, oder? Ja. Gewicht 0? Ich dachte, Raketen wiegen was. Haben die sonst immer gemacht. Na schön. Irgendwo läuft hier hundertprozentig noch ein Legendärer durch die Gegend. Hundertprozentig. Naja, sehr hoch ist das nicht. So. Sehr schön. Immer schön kritisch bleiben. Hast du mich schon gesehen? Nein. Immer schön kritisch bleiben. So. So ist gut. So fühlt sich das gut an, Freunde. So soll's sein. Wer sitzt denn da? Ach, das ist eine Lampe. Da sitzt jemand. Aber kein Legendärer dabei. Haben wir selten, ne? Möchte eine Kakerlake? Bist du legendär? Bist du eine süße, niedliche, legendäre Kakerlake? Wir werden sehen. Na, klasse. Na komm. Lass mich nicht im Stich. Ja. Cool. Interessant. Wo bin ich hierhin geraten? Terminal des Geschäftsführers. Englischer Butler. Als ich heute zur Arbeit kam, habe ich noch eine heimliche Änderung am Drehbuch entdeckt. Shroud hat jetzt einen englischen Butler. Ich habe Babowski schon so häufig gesagt, dass unsere treuesten Fans unsere beste Reklame sind. Deshalb können wir diese vielen blöden kleinen Änderungen nicht machen. Du musst mit ihm reden, bevor du in Urlaub fährst. Ansonsten, da schwöre ich dir, gehe ich zu Pete. Jetzt 15.10. Es ist zum Haare raufen. Babowski hat Claire Riddell für die Rolle der Herrin der Mysterien einen Vertrag gegeben. Mir ist egal, wie viel das Grab des Amun-Re eingespielt ist. Eingespielt hat, soll das wahrscheinlich heißen. Die Herrin der Mysterien ist brünett, nicht blond, nicht schwarzhaarig und ganz bestimmt nicht rothaarig. Und hast du Claires Stimme gehört? Die Herrin der Mysterien ist sehr selbstbewusst. Sie ist Shroud absolut ebenwürdig und nicht so eine halb verhungerte Göre, die für ihre schrille Stimme bekannt ist. Shannon Rivers arbeitet seit Jahrzehnten für uns. Sie ist die Stimme der Herrin der Mysterien, Basta. Sie ist von Natur aus brünett, sie ist nicht so jung wie Claire, aber ich bin mir sicher, dass sich das mit dem Licht vorteilhaft ausgleichen lässt. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann bin ich weg, versprochen. Bei so einer Katastrophe soll mein Name nicht bei den Mitwirkenden auftauchen.
16.10.77, einen Tag später. Antwort Casting für die Herren der Mysterien. Vivi, beruhige dich. Wenn es dir so wichtig ist, kann Claire vielleicht eine Perücke tragen. Aber der Vertrag ist unterschrieben, also läuft es jetzt so. Was findet ihr eigentlich alle an Mrs. Rivers? Vor 20 Jahren vielleicht. Aber jetzt hat sie das richtige Gesicht für das Radio. Findest du nicht auch? Claire hat das Zeug zum Star und genau so was brauchen wir. Ich habe mit Petey Boy gesprochen und er hat einigen neuen Szenen zugestimmt. Wir brauchen Romantik und Claire ist wie geschaffen dafür. Wenn Tina nicht mitspielt, kann ich einen meiner Jungs aus Hollywood einliefern lassen. Der ist spitzenmäßig. Heute ist mein Terminkalender schon voll. Kostümprobe läuft um 20 Uhr. Das kann nicht warten, bis du von den Bahamas zurück bist. Also müssen wir uns treffen und um 20 Uhr ist mein einziges Zeitfenster. Okay. Da wird er wahrscheinlich sterben. Ernsthaft? Was ist? Ja, ist doch gut. Immer dieses Unsichtbarsein. Was habe ich gerade eingesammelt? Naja, das reicht schon. Hey, du bist nicht legendär. Das freut mich. Da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Man hat es, glaube ich, gemerkt. So. Ah, eine Nuka-Cola Quantum. Die hätte ich gerne. Dankeschön. So. Alter, 81%. Geht doch. 81%. Ich habe so viele Schüsse gebraucht. Der Wahnsinn. Oh, auf dich habe ich gewartet, Kollege. Okay, einfach mal sterben, ohne zu mutieren, finde ich. Lalalalalalalala. Sehr gut. Scheiße. Ja, noch nachladen, weißt du? Oh, ich hasse es. Ich hasse es einfach. So. Hilfsmittel. Gegrillter Hirsch, bitte. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Wir gucken mal, was er verloren hat. Hoffentlich etwas Gutes. Wie gesagt, 100%ig ein legendärer. Kostet 25% weniger Aktionspunkte. Ja, dafür bin ich jetzt überladen, ja? Nee, bin ich nicht. Wieso nicht? Wieso kann ich jetzt schon wieder 275 tragen? Achso, ich habe natürlich das Hirschzeug gegessen, ne? Verbrannter Manta-Man-Comic. Och man, wieso ist hier alles verbrannt? Nein, nicht runterfallen. Danke. So, Open Air. Nee, On Air. Open Air, sag ich schon. Da gehe ich doch gerne mal rein. Schlösser, die Experten geknackt sind, sind für mich die liebsten, weil dahinter der ganze Loot ist. Oh yeah. Loot, Loot, Loot. Jetzt muss ich nur irgendwie bekommen. Na. Mach keinen Scheiß. Das wär's. Du hältst ganz schön viel aus für eine jämmerliche Kakerlake. Kannst du bitte aufhören zu bellen? Das hat sehr, sehr weh getan in meinem Ohr. So, das nehme ich gerne mit. Den Rest kannst du behalten. Oh. So. Silver Shroud Script.
Wo bist du jetzt hin? Hä? Diverses. Wieso war gerade alles gemischt? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Silver Shroud Script? Hallo? Ich dachte, du bist alphabetisch sortiert. Egal. So. Titelkarte: Die Abenteuer von Silver Shroud. Start: Instrumentaler Titelsong. Episodenkarte: Der Tod steht dir gut. Erzähler: Heutige Folge: Der Tod steht dir gut. Endetitelsequenz: Titelkarte: Boston 2077. Außen: Straße von Boston. Nacht. Neu gedrehte Szene der Skyline von Boston bei Nacht. Der Himmel wird vom Vollmond erleuchtet. Das Mass Fusion Gebäude und der Trinity Tower sind deutlich zu erkennen. Schwenkt nach unten und schwenkt nach unten auf die Straße. Das geschäftige Nachtleben von Boston. Autos etc. Innen der Rusty Anchored Pub. Hinterzimmer. Ein Deckenventilator dreht sich über einen kleinen Kartenspieltisch. Drei Männer und zwei Frauen, alles Gangster, sitzen still am Tisch und brüten über ihre Karten. Ein Stapel Spielchips liegt in der Mitte des Tisches. Es handelt sich offensichtlich um ein illegales Spiel mit hohen Einsätzen. Alle Tische schauen sich verängstigt um. Niemand weiß, wo die Stimme herkommt. Achso. Hab ich zu viel übersprungen, ne? Okay, Glatzen-Betty. Du blöffst doch. Freut mich, dass du das denkst. Okay, ich sitze alles. Glatzen-Betty schiebt seine Chips in die Mitte des Tisches, wodurch der Stapel noch einmal größer wird. Silver Shroud. Also, eigentlich seid ihr alle raus. Alle am Tisch schauen sich verängstigt um. Niemand weiß, wo die Stimme hergekommen ist, aber sie erkennen sie. Die Stimme von Silver Shroud. Glatzen-Betty. Nein, das kann nicht sein. Oh doch. Das Licht geht aus, plötzlich wird der Raum nur durch das Mündungsfeuer eines Maschinengewehrs erhellt. Es ist Silver Shroud. Er ist wie aus dem Nichts aufgetaucht und hat den ganzen Raum mit Kugeln durchsiebt. Durch die Lichtblitze sieht man, wie die Gangster zu Boden gehen. Es sieht fast schon nach einer Animation mit Stop-Motion-Technik aus. Das Licht geht wieder an. Die Gangster sind alle tot. Silver Shroud steht neben dem Tisch. Das Maschinengewehr qualmt noch. Er schaut genau in die Kamera und spricht: Hey, Benny 5, der Tod ist gekommen, um euch zu holen. Und ich bin sein Vollstrecker. Gott, ist das peinlich. Gott, ey. Ich habe versucht, sie hinzuhalten, aber hier überschlagen sich die Ereignisse. Ihr Agent war mit Maxwell zum Dinner in Derby verabredet. Nicht gut. Claire ist immer noch mit dabei. Sie liebt das Outfit ganz besonders. Du hast die Bilder gesehen, oder? Wow. Also ist es mir egal, was da drüben los ist. Sie muss unterschreiben, bevor wir sie an die Wisemans verlieren oder jemand anderen. Wir haben uns den Vertrag von Hopkins angesehen. Der ist absolut wasserdicht. Da kommt sie nur raus, wenn sie freiwillig geht. Ihr Partner hat seine Rechte an Hubris abgegeben. Aber sie hat ihre Rechte nach wie vor. Wenn sie auch nur auf die Idee kommt, zu einem Anwalt zu gehen, musst du deinen ganzen Charme spielen lassen, Babo. Stell dir mal vor, wir bräuchten ihre Erlaubnis. Der Babo, Freunde. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass du Claire Redeal für die Rolle der Herrin der Mysterien in der Show verpflichtet hast. Das ist inakzeptabel. Die Herrin der Mysterien hat ein bestimmtes Aussehen. Sie muss brünett sein. Die Herrin der Mysterien ist eine starke weibliche Protagonistin und keine Fräulein in Not. Shannon Rivers hat der HDM jahrelang ihre Stimme geliehen und ist in Shroud und allen anderen Radiogeschichten, in denen sie mitgewirkt hat, sehr beliebt. Ich weiß, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten hatten, aber hier geht es um mehr als Silver Shroud. Die HDM und die Unaufhaltsamen sind große Marken. Wir müssen unbedingt reden, bevor ich in Urlaub fahre. 18.10. Vivi hat mich kontaktiert, bevor sie weg ist.
Ich habe die Fotos von Claire erhalten und sie ist scharf. Mir gefallen die Änderungen am Kostüm. Es ist immer noch wie im Comic, nur sehr viel glaubhafter. Ich unterstütze dich also in diesem Punkt. Aber ich stehe auf Vivis Seite. Die HDM ist eine Brünette und ihre Stimme muss stark sein. Claires Stimme ist es nicht. Kann Shannon nicht Claire in der Postproduktion, das ist doch was, das richtige Wort, oder? Synchronisieren? Das wäre wohl das Beste von beiden. Na stimmt, synchronisieren. Betreff, ich kündige. Ich kündige mit sofortiger Wirkung. Du kannst Petey erklären, wie du deine Hauptautorin für den Silver Shroud verloren hast. Und nach allem, was Shannon ertragen hat, kannst du sie selbst feuern, wenn du das wirklich willst. Manticore will mich seit Jahren haben. Sieht so aus, als wäre dein Verlust deren Gewinn. Ja, da hat sie gekündigt, weil er wollte unbedingt, dass Claire die Herrin der Mysterien spielt. Und anscheinend wollen das nicht alle. Gut. Ich wusste gar nicht, dass man die Dinger kaputt machen kann. War ja klar. War ja so klar. Ich hatte irgendwo das Gefühl, dass irgendwas hinter mir ist. Der leuchtende Ghoul ist dahinter. Ich verstehe. Jetzt ist er tot. 40 Erfahrung für das? Ja, wieso nicht? Studio Terminal. So, Audiosteuerung, Videosteuerung, Audiosteuerung. Was? Rauschtestmuster. Cool. Kleine Spielereien. Aber finde ich cool. Finde ich cool gemacht. So, ein Leuchten ist dahinter. Jetzt kann man ihn nur nicht so gut sehen. Grockner-Kostüm. Ausgezeichnet. Erhöht Stärke und Nahkampfschaden des Trägers. Cool. Schmeißlock-Perücke. Brille mit schwarzem Gestell. Ja, nice. Schwarze Weste und Hose. Was ich hier nicht alles finde. Oh. Achso, Schachtelzigaretten. Ich dachte, das wäre wieder so ein Ding. So eine Kassette. Gut, was hat der Leuchtende bei sich? Silver Shroud Kostüm. Gucken wir das Ganze mal an. Kleidung. Silver Shroud Kostüm. Was gebe ich dafür alles ab? Kann ich es einfach so tragen? Wahrnehmung, okay. Krieg ich ein Wahrnehmung? Achso, das war der Hut. Ja, ich verliere natürlich alles, ne? Aber ich nehme den Silver Shroud Hut. Ganz klar. Schade, dass ich all meine Klamotten dafür abgeben muss. Sonst hätte ich es behalten. Na, zumindest habe ich den Silver Shroud Hut. Ne, Kollege. Du bist gleich kaputt. So, wenn ich schon mal dabei bin. Silberne Maschinenpistole, Requisite. Perfekt. Requisite. Ich hätte den tragen. Schade.
Das ist halt wirklich nur eine Requisite. Ich dachte, ich kann damit wenigstens rumlaufen. Na gut, dann wären wir hier soweit durch. Das Problem ist nur, ich kann nichts mehr tragen. Sieht das hier cool alles aus. So, ja, Schmalzlockenperücke. Charisma. Das ist eine Perücke, das ist eine neue Frisur. Wie krass ist das denn? Midman-Outfit brauche ich ja nicht, ne? Gockner erhöht Stärke und... Damit fliegt das mittlere, ne? Ah, plus 2 Stärke. Naja, damit kann ich mehr tragen. Und das war eigentlich der Sinn des Ganzen. Aber cooles Kostümding jetzt Kirchens. Muss ich schon zugeben. So, dann lass uns hier mal abhauen. Dann sind wir hier durch. Kann ich hier noch runterspringen? Ja. Huch. Bingo. Ja, super. Nochmal 1%. Schlüssel für den Lagerraum. Klasse. Ich freue mich. Es ist zu spät. Hab's schon geknackt. Was bringst du mir? Da. Oh Gott, das könnte ein bisschen schwerer werden. Ich finde die auch nicht so viel. Crusade. Haben wir hier noch irgendwas zum... Da haben wir doch... Nee. Schade. Abgehofft. Ganz viel gehofft. Fangen wir mit Learned. 3 Treffer, okay. Reaches. Cool. Auftragsverfolgung. Vorbestellung für August. 95% der Vorbestellungen wurden letzten Monat abgeholt. Grogner ist uns schon 2-mal ausgegangen. Wir werden zusätzliche Exemplare von Grogner anfordern. Vorbestellung für September. Beide Manta-Man-Exemplare wurden nicht abgeholt. Keine weiteren Vorbestellungen mehr für Mr. Freely und Dover. Der Rest der Manta-Hälfte ist noch verpackt. Ich werde sie morgen zum Verschenken bereitlegen. Müssen wir sie unbedingt auf Lager haben? Habe mehrere Nachfragen zu Gerüchten über einen Silver-Shroud-Comic erhalten. Neue Abonnenten. Neue Abonnentenzahlen im Laden sind noch immer bedenklich niedrig. Wir müssen langsam mit etwas mehr Nachdruck verkaufen. Erinnert die Kunden immer daran, wir machen die Arbeit. Sie kommen einfach rein und holen sich die Ausgabe ab. Oh, und so ist es sogar noch 5% billiger als eine Lieferung per Post nach Hause. Zum Glück konnten wir ein paar neue Abonnenten gewinnen. Steven hast du nicht gesehen. Markus Poe, Geschichten von der Front. Und die Leute haben... Ah... Die Leute haben also alle ein Kostüm, nicht Kostüm, sondern ein Comic. Tja, nur werde ich deren Zuhause niemals wiederfinden. Safe-Steuerung. Tja, Frage ist, wo ist der Safe? Der Safe wahrscheinlich. Ja gut, es gibt immer eine Methode, den Safe zu öffnen, ne? Okay, dann geben wir das Ganze mal ab. Können ihn leider nicht tragen, den Loot behalte ich, den kriegt er nicht. Bitte ich es. So, ich möchte gerne zurück... Warte, ich muss doch... Genau, Good Neighbor, ne? Good Neighbor. Muss ich nach Good Neighbor? Gut, wir reisen aber nach Good Neighbor. Kann ja nicht schief laufen. Was ist das denn? Manche Waffen können einen Gegner vollständig auflösen. Oder schmelzen.
Aber keine Sorge, du kannst danach immer noch die Beute aus ihren Aschehaufen oder ihre Pfützen einsammeln. Was bist du denn für ein krasses Viech, sag mal? Auch eine schwere Waffe. Definitiv schwere Waffe. Die Höhle der Erinnerung. Da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Schade, ich habe gehofft, dass ich das Ding unter die Kleidung anziehen kann. Naja, gut, es ist ein Kostüm. Was willst du machen? Ich habe dein Kostüm kennt und ein paar Extras, die dir gefallen könnten. Da ist es. Prachtvoll wie auf den Plakaten. Das Silver Shroud Kostüm, wie es leibt und lebt. Und Fanartikel auch? Du bist was Besonderes. Zusammen mit meiner Waffe ist jetzt alles bereit. Was hast du als nächstes vor? Das muss ich mir noch überlegen. Ein paar Dinge wollte ich dir zeigen. Also, nachdem du mir das Kostüm gegeben hast. Erst die Belohnung, dann das Kostüm. Hier, ich wollte nicht mein Wort brechen. Nach so vielen Jahren ist Silver Shroud wieder da. Aber da ist noch ein Problem. Ich bin einfach nicht wie Silver Shroud gebaut. Ich könnte Red Reinhardt oder sein Butler Jarvie Blake sein. Shroud ist stark. Geschickt. Ja. Das ist das erste Vernünftige, was ich von dir höre. Ja, ja, aber ich habe eine bessere Idee, wer es tragen sollte. Bist du bereit, Silver Shroud zu spielen? Du bist genau wie er. Nur wurde dein Luftschiff nicht von Monstern abgeschossen. Wenn ich das mache, will ich einen Zuschlag. Wenn dich das überzeugt, klar. Ich kann bestimmt noch was auftreiben. Zwei Step-Backs. Sieht so aus, als wäre ich perfekt geeignet. Das Kostüm und die Knarre gehören dir. Du sorgst in Good Neighbors Straßen für Ordnung und ich gebe dir per Radio alle Verbrechen durch. Silver Shroud Rüstung. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Ja. Hier sind ein paar Visitenkarten. Wenn du für Recht und Ordnung gesorgt hast, musst du sie zurücklassen. Dann wissen alle, dass Silver Shroud zurück ist. Auf in den Kampf gegen das Verbrechen! Bin ich mal gespannt, wie du mir Quests rüberschickst über das Radio. Galaxy. So offensichtlich nicht. Silver Shroud. Hör dir den Silver Shroud Sender in Good Neighbor an. Okay. Hör ich das Ding jetzt an oder was? Ich hab den Grognak-Kostüm an. Achso. Silver Shroud Hut. Silver Shroud Rüstung. Beweglichkeit Wahrnehmung. Na gut. Okay. Vielleicht nicht so gut. Wahrnehmung? Ich will keine Wahrnehmung. Wollt ihr Glück? Dann nehme ich den. Wie werde ich jetzt noch ein bisschen gewichtlos? Das ist hier die Frage. Silberne Maschinenpistole. Okay, hier muss noch irgendwas Schweres dabei sein, komm. Kann doch nicht sein. Aber Kristall, Freunde, Kristalle kann ich nicht wegwerfen. Hier, Mob. Stahl, tschüss. Holz, tschüss. Glas, Kupfer, ja, tschüss. Eine Sache noch, hier, Leder. Komm, Baseball kann auch weg. Kaffeetasse kann auch weg. So. Achso, hier sind wir. Okay, dann gehen wir mal raus und hören uns auf jeden Fall das Programm an. Auch wenn ich sehr gerne das Kostüm richtig anziehen würde, aber egal.
an alle Silvershroud-Fans eine einmalige Ankündigung. Silvershroud kehrt zurück und wird unsere Stadt vom Bösen befreien. Ihr habt alle davon gehört, dass Wayne Delancey die arme Miss Selmy samt ihrem Kind ermordet hat, wegen ein paar lausiger Kronkorken. Der Tod ist hinter dir her, Wayne. Okay. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht. Sollte ich sie jetzt töten oder so? Bleib von meinem Fleisch weg, Junge. Oder willst du der Nächste sein? Hörst du Radio? Jemand will dich tot sehen. Soll das eine Drohung sein? Willst du mir etwa drohen? Das war dein letzter Fehler, Arschloch. Du willst dich mit mir anlegen? Das ist zum Teufel stimmt mit dir nicht. Ich wollte dich warnen. Okay, das dauert echt ewig. Oh, ich bin tot. Ich bin Silver Shroud. Ich könnte ihn zwar durchlöchern, aber es wird mir nichts bringen. Was ich aber tun kann, ist... Mir schnell mal was zu essen reinziehen. Ich will einfach kurz, wo ich krepiert bin. Oh, was haben? Kartoffelchips. Klingendorn. Ich habe keine Ahnung, was ein Klingendorn ist, deswegen werde ich es auch nicht essen. So, da. Vielleicht hole ich mir mal den hier raus, ne? So, deine Waffe. Ach, fuck. Wie er sich umdreht und mich wegknallt. Alter. Okay. Ich könnte ihn quasi direkt überraschen, aber ich würde gerne mit ihm reden. Wenn ich schon mal hier bin. Bleib von meinem Fleisch weg, Junge. Oder willst du der Nächste sein? Du sollst angeblich Miss Selmy ermordet haben. Stimmt das? Selmy? Ja, die Schlampe habe ich kalt gemacht. Und ihr Blag auch. War aber für'n Arsch, hatten nur 2 Kronkorken dabei. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Das sehe ich anders, Arschloch. Du hättest mein Revier nicht betreten sollen. Du willst die... Okay. Ich mach den Typ platt. Er hat's verdient. Stimpact. Sonst hast du nichts mehr für mich, ne? Nein, gut. Oh, Kaliber 50. Cool. Ich habe 14 Munition dafür. Hä? Ich hab das Ding doch abgeholt. Was soll ich denn machen damit? Ah, die Visitenkarte reinlegen, ne? Du musst da ein paar schwere Sachen über die Barriere werfen. Unser guter Freund Jerry ist hier. Ist das Ding an? Hallo? Hallo? Ist an. Wir sind auf Sendung. Oh, Mann. Oh. Toll. Einfach toll. Silver Shroud hat schon Gerechtigkeit geübt. Miss Selmy wurde gerecht. Ach so, ich dachte schon, der wurde jetzt irgendwie gerade verprügelt oder so. Scheiße. Shroud hat Wayne kalt gemacht? Nutzlos. Ist der Kerl etwa echt? Oh, du bist nicht Irma. Davon solltest du ausgehen. Also, Jerry, leg los. Erzähl unseren Zuhörern, worüber wir gesprochen haben.
Ja, AJ. Kennst du den Chem-Dealer bei Bobbys? Er verdient sich eine goldene Nase. Er sagt, er hätte einen neuen Markt entdeckt. Kinder. Selbst mit seinen miesen Chems sahnt er noch kräftig ab. Hört ihr das? Ein weiterer Schurke, um den sich Silver Shroud kümmern muss. Warum? Mischt dieser Shroud denn jetzt auch im Chem-Geschäft mit? Nein, er unternimmt etwas dagegen. AJ verkauft an Kinder. Und seine Chems haben Leute umgebracht. Und? Ich schnall's noch nicht. Oh, das ist doch krank. AJ darf auf keinen Fall Kinder. Warst du schon mal im Kill or be killed? Haben was auch immer. Waffen? Galaxy News Radio. Gut, quatschen wir erstmal mit denen, ne? AJ hat mächtige Freunde. Wenn sei also kein Idiot und bleib. Straßenbostens heimsucht. Cool. Hey, du. Das hier ist mein Revier, Clown. Ich hab keinen Bock auf irgendwelche Schnüffler. Verschwinde. Bist du AJ? Der Dealer, der an Kinder verkauft? Ja, das bin ich. Ich bin ein Unternehmer. Ich erschließe einen neuen Markt. Chems für Kinder. Jet mit Kirschgeschmack. Kaugummi-Mantets. Die Kids in Diamond City fahren darauf ab. Jemand will, dass ich dich aus dem Verkehr ziehe. Für den richtigen Preis könnte ich wegsehen. Was? Oh, um Himmels Willen. Hat Kent dich etwa geschickt? Der jammert doch ständig über die armen Kleinen. Was zum Teufel? Also, folgender Vorschlag. Ich zahl dir 50 Kronkorken, damit du nichts sagst. Und mir vielleicht Kent vom Leib hältst. Okay? Für 50 Kronkorken? Keine Chance. Okay, gut. Dann eben 75. Nur lausige 25 mehr? Willst du mich beleidigen? Du? Du willst mich erpressen? Mach den fertig. Ich bin Silver Shroud. Okay. Es war für so wert. Für 100 hätte ich vielleicht ja gesagt, aber so. So nicht, meine lieben Freunde, so nicht. Das ist ein Hinterhalt. Wenn das Böse die Straßenbostens heimsucht, lauert ein Mass in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Nein! Warte im Versteck des Wächters. Oh, Mist. Okay. Galaxy News. Ja, halt die Fresse, Galaxy News Radio, ganz ehrlich hier. Ich habe einen Plan. Und zwar brauchen wir dafür, haben wir nicht, hatte ich nicht normale Minen? Jetzt habe ich nur Kryominen. Na gut, dann werden es halt Kryominen sein. Wir sind hier nicht die. Ich wusste nicht, dass das sofort losgeht. Ich dachte, das geht nur los. Wenn ein Gegner drüber läuft. Und die waren ja keine Gegner. Okay. Versuchen wir eine andere Art und Weise. Wir gehen hier erstmal hin, ne? So. Klauen ihm die Patronen. Okay, jetzt bin ich versteckt. Nein! Okay, Visitenkarte kann ich noch nicht reinlegen. Kaum zu glauben, dass Hancock den alten Finn abserviert hat. Finn, kleiner Schiss. Oh Gott! Ich habe mich kein Stück erschrocken, nein. Willst du mir helfen? Du bist ein Kampfroboter, Alter. Kampfroboter. Geht mich nichts an. Versteckt dich? Erkannt. Fee, fi, po.
Verdammt. Okay. Laden wir mal hier. Ich habe gedacht, das wäre mein Zeitpunkt, um zu klauen. Aber mir geht's nicht so gut. Deswegen würde ich sagen, ziehe ich mir ein paar Kartoffelchips rein, die Bonbons lasse ich mal da, ne, und dann Maulwurfsratten so happen. Maulwurfsratten happen. Bin ich eigentlich der Einzige, der angegriffen wird? Ja, komm. Shit. Ich muss den einfach nur ein bisschen überlisten. Indem wir einfach mal hier hochgehen. Verdammt, hier ist kein Fenster, ne? So, wieso kann mir keiner helfen von euch? Nachdem ich dich erledigt hab, werde ich mich... Du willst schon gehen? Ich hatte gerade angefangen, dich zu bewundern. In den Rücken. Was machst du da? Ich hab hier ein nettes paar Zementschuhe für dich. Alter, der demoliert deinen Laden. Roller. Alter, der Kampf mit dem Leibwächter. Heilige Scheiße. Oh, schmutziger schwarzer Anzug. Na gut, ich würde sagen, mit dir handeln wir morgen. Wir legen jetzt erstmal, oder wir klauen hier erstmal noch ein paar Patronchen, ne? Und dann Teetasse. Wie sagst du eine Teetasse? Egal. Wir klauen den hier nochmal. Kronkorken, Patronen, Jet. Ja, nehme ich alles gerne. So. Gut, das wäre damit erledigt. Silver Shroud hat mal wieder zugeschlagen. Und ich würde sagen, das war es dann erstmal für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir mit der lieben Cleo handeln. Haut rein, euer Zero. Tschüss.